Der Anbau von Gemüsepflanzen im Winter gewinnt auch immer weiter im Hobbybereich an Bedeutung. Und deshalb möchte ich mal mit euch drüber reden, beziehungsweise euch zeigen, was ich so für Gemüsearten und Gemüsesorten im Winter anbauen werde. Jetzt konkret heute auch die Aussaat, werdet ihr live dabei sein. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das gleich an, was ich da alles vorhab, und starten. So, ich habe hier nun schon einiges vorbereitet, damit ihr nicht hier den ganzen Prozess verfolgen müsst. Ich denke, das ist ja alles schon für euch Routine. Auf jeden Fall habe ich auch schon mal jedes von diesen Schächtelchen hier mit einem Aufkleber versehen, damit ich eben auch weiß, was dann überhaupt was ist. Zuallererst einmal würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir uns mal anschauen, was ich hier überhaupt alles rausgesucht habe. Vorne haben wir zuerst mal den Kopfsalat Winter Butterkopf, den hatte ich letztes Jahr schon. Super früh im Jahr konnte man den schon ernten, perfekt, hat es über den Winter gehalten. Hier dann Lauchzwiebeln Feast, die sind auch fürs nächste Jahr zum Ernten, quasi dann ab Februar, März, sowas in der Art. Dann was ganz, ganz interessant ist, den Brokkoli Early Purple Sprouting. Das habe ich letztes Jahr bei jemandem gesehen, dass der den eben jetzt im September ausgesät hat für eine Art Winterernte. Den ziehe ich vor. Dann altbekannte aus der letzten Wintersaison, die Zwiebeln Stuttgarter Riesen. Ich probiere es dieses Jahr noch einmal. Letztes Jahr hat es eher mäßig funktioniert. Viele sind nicht gekommen davon. Das gleiche Problem gab es auch bei den Frühlingszwiebeln Weiße. Diesmal in der Vorzucht, ganz klar. Die Direktsaat hat bei denen überhaupt nicht funktioniert, da ist nichts gekommen. Apropos, für die Direktsaat gibt es auch noch ein Video, weil ich habe nämlich unter anderem auch verschiedene Feldsalatsorten, Spinat, Steckzwiebeln, alles Mögliche, die ich eben direkt in die Beete dann aussehen werde, beziehungsweise stecken werde. Und das wird dann Teil 2 dieser Reihe werden. So. Und das Letzte, was ich jetzt hier noch habe, Rote Beete Forono. Hatte ich dieses Jahr schon mal ausgesät für den Sommerbedarf und jetzt nochmal für den Winterbedarf, denn Rote Beete ist auch sehr, sehr winterhart, sehr, sehr beständig, sehr, sehr resistent gegenüber der Kälte, deswegen auch die nochmal. Dann würde ich sagen, fülle ich erstmal diese ganzen Behälter hier mit der Anzuchterde und dann sehen wir uns mal gleich wieder, kurzer Zeitraffer. Gleich nochmal, bis auf die rote Beete werde ich alles in diese Schüsseln aussäen, wo das dann später pikiert wird und ausgepflanzt wird. Die rote Beete, die werden in diese kleinen Zellen da ausgesät, da tue ich immer so 3-4 Stück rein. Das hat bisher eigentlich ganz gut so geklappt immer. Und dann starten wir auch damit, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass ein Zeitraffer das da reichen würde, deshalb. We'll be right back.
Das Saatgut ist nur unter die Erde gebracht worden, angedrückt worden und wieder mit Erde ja, bedeckt worden. Und ich würde sagen, damit ist auch die Wintersaison des Gärtnerns offiziell eröffnet. Der erste Satz des Wintergemüses ist ausgesät worden. Mich würde mal interessieren, was ihr so für Pflanzen, für Gemüse oder allgemein eben im Winter aussät, besonders was ihr vorhabt, im Winter anzubauen. Mittlerweile ist ja die Produktpalette da gewachsen in den letzten Jahren. Es gibt total viele Möglichkeiten, verschiedenstes Gemüse im Winter anzubauen. Und das würde mich einfach interessieren. Was ist eure Meinung dazu? Lasst ihr den Garten im Winter ruhen oder macht ihr so wie ich, dass ihr den Winter auch wirklich hundertprozentig nutzt? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Naja, und dann hoffe ich einfach, dass euch dieses Aussaat-Video zum Winter hier gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich auch sehr über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar freuen. Und seid gespannt auf jeden Fall auf die zweite Folge oder den zweiten Teil, besser gesagt, dieser Serie, die sich um Wintergemüse dreht, wo ich dann auf die Streuobstwiese fahren werde und die Direktsaaten durchführen werde. Naja, dann ciao!